Es sind bei uns 25.000 Notfallpatienten, die durch das Regelsystem versorgt werden. Pro Jahr. Wenn man das jetzt mal überlegt, es gibt 52.000 Menschen, die in der Stadt Goslar leben. Das heißt, die Hälfte der Bevölkerung dieser Stadt würde im Jahr einmal aufgenommen werden, mit mehr oder weniger Schwerpunkten. Also manches Mal sehen Sie, wie der Rettungsdienst reinkommt und schlangenweise den nächsten Patienten bringt. Da kann man das nachvollziehen. Hin und wieder ist man im Patientenzimmer schon angekommen und dann im Patientenzimmer selber wartet man auch eine gewisse Zeit, weil man vor der Tür gar nicht sieht, was vorkommt. Ja, und hin und wieder sieht man auch nicht, wenn man vorne im Wartebereich sitzt, das ist ja nun mal ein abgeschlossener Bereich, wie der Rettungsdienst dann überhaupt reinkommt. Man hat das Gefühl, so viel ist gar nicht los. Und selbst wenn man dann irgendwann reinkommt, die Patienten alle in den Behandlungszimmern sind, dann wirkt das erstmal relativ ruhig. Aber es ist viel zu tun und es reicht leider, wenn ein so ein roter oder ein orangener Patient reinkommt, der sich vielleicht auch noch verschlechtert, dass er dann doch deutlich Kapazitäten bindet. Was dafür dann wieder sorgt, dass sie das Gefühl haben, dass nichts passiert. Chronische Schmerzen sind ein älteres Problem. Wie viele Menschen haben jetzt schon seit 3 Monaten Rückenschmerzen und wollen jetzt dann nochmal das Arzt aufguckt? Extrem häufig. Ja. Jüngeres Problem, ja, seit irgendwie 5, 6 Tagen, da tut mir das Bein weh, jetzt komme ich doch mal ins Krankenhaus. Was Sie persönlich als Schmerz empfinden, bei 0 ist gar kein Schmerz, bei 10 ist ein ganz doller Schmerz. Ja. Da sagt der eine 6, das mag für den anderen 10 sein, für den nächsten ist das vielleicht 2. Und das ist ganz egal, ob Sie mit dem Rettungswagen gekommen sind und jemand sagt, ja, bin ja mit dem Rettungswagen gekommen, dann komme ich auch schneller ins Krankenhaus ran. Oder jemand, der jetzt gerade mit einem Herzinfarkt aus der Hausarztpraxis mit einer Einweisung kommt. Wir gucken uns das an und legen dann erneut fest, wie dringend ist es denn? Und da knüpft sich dann auch an diesem Übergabestützpunkt, wo der Arzt ja das allererste Mal sie sieht, wie lange wir uns Zeit nehmen können, bis wir bei Ihnen auch im Patientenzimmer dann nochmal auftauchen, um die detaillierte Untersuchung und Behandlung durchzuführen. Weil sofort ist sofort kommen. Das heißt, wir kommen auch gleich mit ins Zimmer rein. Da geht keiner nochmal irgendwo hin und sagt, ich trinke jetzt nochmal 2 Minuten Kaffee, das ist alles nicht so wild. Also macht sowieso dann keiner. Sehr dringend sind 10 Minuten, 30 Minuten bei dringend oder normal sind schon 90 Minuten und nicht dringend sind 120 Minuten. Ja? Also ich kann Ihnen da aus meiner Schatzkiste der persönlichen Erlebnisse eine ganze Menge erzählen, wenn man nachts um 3 zu einem jungen Mann nach Hause fährt, der sagt, er ist tagsüber Fahrrad gefahren und jetzt tut sein Knöchel weh. Und hat tatsächlich einen Rettungswagen gerufen und dann nimmt man ihn mit und bringt ihn ins Krankenhaus. Ja, solange der Knöchel nicht irgendwie so hin und her schwabbelt, sondern er damit auch noch durch die Gegend läuft und vielleicht eine kleine Rötung da unten zu sehen ist, ist das jetzt nichts, was man nach vorne schieben muss in dieser ganzen Prioritätenliste. Ja? Jetzt haben wir nämlich genau dieses Problem. Da kommen dann 6 Leute, die sind dringend, 20 Minuten später kommt einer, der ist normal dringend, dann kommt der nächste, der muss sofort dazwischen. Und irgendwann sind auch ärztliche und pflegerische Kapazitäten erschöpft. Egal wie viel Mühe wir uns geben, das ist genauso mit den Rettungsdiensten. Rettungswagen sind irgendwann mal alle im Einsatz, wenn es einfach dazu kommt. Notarzt, Einsatzfahrzeuge, selbst Hubschrauber. Ja, irgendwann ist es einfach mal ausgeschöpft und dann verschieben sich auch Zeiten. Das heißt, der normal dringend mit 90 da hinten gesessen hat, mit 90 Minuten Wartezeit und vielleicht auch schon 90 Minuten wartet und jetzt dran wäre, wenn jetzt ganz plötzlich der Sofortfall reinkommt, dann muss auch nochmal geguckt werden, ist derjenige mit 90 Minuten noch gut bedient, geht es dem noch gut, dann muss er halt leider noch mal länger warten. Das ist einfach die menschliche Realität. Das ist leider das, wo wir immer um Geduld bitten. Der Weg in die Notaufnahme. Man kommt über 2 Wege rein. Das ist entweder, Sie kommen zu Fuß, im Auto, werden von Angehörigen gefahren. Ja, wir nennen das fußläufig. Ja, das ist der Weg, Sie bekommen eine Einweisung, der Arzt sagt, naja, irgendwas ist mir aufgefallen, am Bauch, da ist irgendwie was hart oder sowas, da muss mal jemand drauf gucken, das ist jetzt was ich in der Praxis nicht machen kann. Der andere Weg ist mit dem Rettungsdienst, was auch der weit häufigere Weg ist, auch da gibt es wieder verschiedene Wege, sei es mit einem Krankentransport, mit irgendwelchen Dingen, die schon längere Zeit in Reitenpflegeeinrichtungen zum Beispiel vorhanden sind, ja, so eine latente Luftnot. Aber jetzt hat der Hausarzt gesagt, das müssen wir uns im Krankenhaus vielleicht auch nochmal angucken. Es gibt den Weg über den Notfall, dass der Rettungswagen kommt, ja, irgendjemandem geht es schlecht. Es gibt den Weg mit dem Rettungswagen und dem Notarzt zusammen, da ist es schon ein bisschen schlimmer. Oder es gibt auch den Weg mit dem Rettungshubschrauber, zum Beispiel beim schweren Verkehrsunfall, ja, sodass man dann entsprechend im Krankenhaus ankommt.